Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Gaming for Life und zu dem Game Martha is Dead. Ja, ich starte es immer mittendrin, einfach weil, ihr wisst schon, bis jetzt läuft's. Die Aufnahme von OBS ist halt nicht so schön, die Webcam-Aufnahme, aber egal, es funktioniert. Und ich würde sagen, wir machen weiter und schauen jetzt mal als erstes, was überhaupt in unserem Tagebuch steht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Schauen wir mal. 6 ungelesene Seiten. Die haben wir schon gelesen, glaube ich, ne? 16. Juli 1944. Der Wald hat etwas Unheimliches an sich. Jedes Mal, wenn ich am See bin, habe ich ein seltsames Gefühl. Okay. Vielleicht ist es die Legende der weißen Frau, die mir Angst macht. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Erst spüre ich, dass jemand anwesend ist. Und dann habe ich das Gefühl, mir das nur einzubilden. Aber egal, ich will ein paar Aufnahmen machen. Ich habe keine Angst. Ich würde eher sagen, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe einige Dinge mit Martha ausgemacht. Sie kommt morgen mit mir an den See, um 2 neue Kameras mit Timern aufzustellen. Okay. Dann wollen wir sehen, was wir damit fotografieren. Natürlich erst nach einer kleinen Schwimmrunde. Um ehrlich zu sein, mag Martha Fotografie nicht so sehr. Und seit kurzem geht sie auch nicht mehr schwimmen. Aber sie verbringt gerne Zeit mit mir und ärgert mich. Wenn ihr dann langweilig wird, verschwindet sie in ihren Büchern und ich mache mein eigenes Ding. Es fühlt sich einfach richtig an, wenn wir zusammen sind. 18. Juli. Alles hat sich verändert. Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Die besten Dinge an mir sind alle mit Martha gegangen. Mein Enthusiasmus, meine Lust am Leben und die Lust, Späße zu machen. Ich bin allein, mir selbst überlassen, durcheinander, ohne Wünsche und Erwartungen. Ich spielte am See mit den Kameras herum, als ich einen Körper auf dem Wasser treiben sah. Wenn ich das jetzt zu lange da spült, einfach ein Stück vor. Ich weiß nicht mal mehr, was ich davor getan habe. Noch eine Gedächtnislücke. Der leblose Körper war der von Martha, meiner Schwester. Mama rannte auf mich zu und nahm mich in den Arm. Sie hielt mich für Martha und die Tote für mich, Julia. Ich löste die Verwechslung nicht auf und jetzt ist es zu spät. Wenn sie herausfinden, dass ich alle belogen habe, ich will gar nicht daran denken. Ich fühle mich schrecklich schuldig, so zu tun, als wäre ich Martha und taub zu spielen. Ich habe das Foto für Marthas Rahmen gemacht. Ich weiß, dass es jetzt zu spät ist. Und ich habe einen unglaublichen Schmerz gefühlt, als ich das Bild dort platzierte. Haben wir das schon platziert? In diesem Moment habe ich mich für immer von ihr verabschiedet. Mir wurde klar, dass sie weg war und dass es kein Zurück mehr gab. Es gibt eine Sache, die ich für Martha tun muss. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Die Partisanen können sie nicht getötet haben. Das ist einfach nur lächerlich. Okay. Lapo ist mein Freund und er ist einer von ihnen. Er hat uns geliebt. Wir kennen sie alle, also ist es schlichtweg unmöglich. Okay. Moment, ich mal kurz gucken. Haben wir das Bild oben platziert in dem Rahmen? Hey Leute, ihr habt so ein geiles Spiel, ja, und macht so viel Scheiße, wirklich. Die Zeitung haben wir heute schon gelesen, okay. Oh, hey, wirklich. Sag mal. Was ist denn daran so schwer, durch diese Tür zu gehen? Das kann doch nicht sein. So. Ach doch, haben wir eingesetzt, ja. Warum falsch rum? Gut. Okay. Hier kommen wir immer noch nicht ran.
Was können wir jetzt noch machen? Gut. Lies das Tagebuch. Town on Fire. Die Stadt brennt, ja. Aber ich habe jetzt gerade nichts Aktuelles, was ich... Schauen wir mal. 19. Juli. Ich habe die Kameras vom See eingesammelt und mir eingeredet, dass ich es war, die Martha verletzt hatte. So sehr, dass ich auf dem Heimweg mit den Filmrollen im Gepäck noch einen schrecklichen Traum hatte. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, schlafen gegangen zu sein. Gleich nach dem Aufwachen habe ich den Film entwickelt. Die Fotos konnten bestätigen, dass meine Erinnerung an diese Nacht richtig war. Das war eine ganz schöne Erleichterung. Ich habe beschlossen, zurück zum See zu gehen, um zu versuchen, mit der weißen Frau zu sprechen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich bekomme den Gedanken nicht aus dem Kopf. Ich muss wissen, was mit Martha passiert ist. Also muss ich jeden möglichen Weg verfolgen, auch den des Wahnsinns. Okay. Jetzt weiß ich, wie ich die weiße Frau treffen kann. Nanny hat mir alles erklärt. Okay. Ich muss versuchen, sie früh am Morgen zu treffen, wenn es neblig ist. Sonst war alles umsonst. So heißt es in der Legende. Das hier muss ich also tun. Okay. Erstens, ich muss ihren Verlust wieder heraufbeschwören, indem ich sie in Kontakt mit ihrem Liebhaber bringe. Um das zu tun, muss man laut Nanny das Grab des Geliebten im Wald suchen. Papa okay. hat immer gesagt, dass Infrarotfotos etwas sichtbar machen, was das bloße Auge nicht sehen kann. Vielleicht sehen sie dann auch Geister. Daran wäre jetzt nichts Seltsames, wenn man bedenkt, dass ich doch versuche, einen zu kontaktieren. Verrückt. Zweitens, ein Teil von mir muss ihre Welt betreten. Eine Haarlocke sollte reichen. Okay. Ich brauche also eine Schere, um welche abzuschneiden. Drittens, ich brauche ein Objekt, das ihre Welt mit meiner verbindet. Okay. Ich weiß noch nicht, was ich dafür tun muss. Hoffentlich fällt mir irgendwas ein, wenn ich es am wenigsten erwarte. Viertens, um mit ihr zu kommunizieren, muss ich meine Tarotkarten benutzen. Ich werde die weiße Frau auf der Insel treffen, auf der ihr Geliebter hingerichtet wurde. Okay. Dann haben wir jetzt alles, ne? Okay. Gut. Der Geliebte. Was soll ich jetzt tun? Was ist denn hier immer mit dem Fahrrad noch? Was soll ich denn damit machen?
Denk doch mal. Kommen wir denn dahin? Okay. Okay. Oh. Check mal ab. Okay. Hier ist nichts. Gut. Dann, ja, keine Ahnung, fahren wir es wieder zurück oder was? Nein, nein, nein. So, ja, da lang. Och, es ist doch nicht wahr, ey, dieses Drecksspiel. Ja, ich hänge in der Außenwelthülle fest. Ich komme nicht mehr ins Hauptgame. So, ich fahre jetzt trotzdem noch eine Runde mit dem Fahrrad. Nur um da auf den Weg zu kommen. Wir wissen, was das mit dem Raben war. Bräuchte einen guten Grund, aha, um so weit wegzugehen. Okay. Aber irgendwas war doch mit dem Raben. Der Rabe macht einen Riesenaufstand. Wo ist denn der Rabe? Vielleicht ist es derselbe Rabe, der den armen Spatz getötet hat. Laut Oma war das eine alte Windmühle. Sie ist schon ewig verlassen. Sie hat mir früher immer eine Gänsehaut bereitet. Okay. Ich hasse Mobbing. Doch es schien fast so, als wollte der Rabe den kleinen Vogel wieder zum Leben erwecken. Ein Brief? Toskana. In ganz Italien kämpfen die Menschen gegen die deutschen Invasoren. Mehr als ein Drittel Italiens wurde bereits von diesem verhassten Eindringling befreit. Wir wissen, dass ihr viel tut, um zu verhindern, dass die Deutschen ihre Macht über euch stärken. Der Tag eurer Befreiung rückt näher. Eure Freiheit ist euch sicher. Eure Region ist in diesem Befreiungskrieg von größter Bedeutung. Behindert die Deutschen, indem ihr euch weigert, mit ihnen in irgendeiner Weise zu kooperieren. Okay. Die Transportmittel sind essentiell für die deutschen Truppen und ihre Versorgungsgüter. Eure Region ist das Zentrum des Verkehrsnetzes südlich der Apenninen. Das Dreieck La Spezia, Florenz, Livorno ist von großer Bedeutung für die Deutschen und ihre Hoffnung, das Joch über Italien aufrechtzuerhalten. Toskana. Verdoppelt eure Anstrengungen. Der Tag der Befreiung rückt immer näher. Vereinigt euch und gebt euer Bestes, um eure Befreiung zu beschleunigen. Okay.
Muss ich mal gucken. Kommunikationsleitung, ja. Der Rabe. Finde den Raben. Da, ich sehe ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Er hockt da. Da ist er. Was willst du mir zeigen? Muss ich hier auch noch mal hoch? Ah. Ein Kleid. Es ist aus demselben Stoff wie der Fetzen, den ich neben dem See gefunden habe. Es ist sogar zerrissen. Es muss von Mutter sein. Ach du meine Güte. Ich hatte den Verdacht, dass Mama in den Mord an Martha verwickelt sein könnte. In diese Gedanken verloren vergingen Stunden und ich vergaß die Beerdigung völlig. Als ich merkte, dass es bereits Abend war, trugen sie den Sarg bereits zum Friedhof. Sie hat mich nie geliebt. Das wusste ich genau, aber ich wollte es nie wahrhaben. War sie es gewesen? Es fiel mir schwer, es zu glauben, aber es ergab alles einen Sinn. Am See muss sie gedacht haben, dass Martha ich sei, denn sie war überzeugt, dass ich tot bin. Okay. Als die Beerdigung zu Ende war, verspürte ich einen unwiderstehlichen Drang zu spielen. Ich liebte Musik. Ich begann zu spielen, ohne über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Es war mir egal. Ich wollte mich lebendig fühlen, wieder existieren. Sieht schon echt cool aus, ey. Was ist hier los? Julia? Bist du das? Nein, das kann nicht sein. Martha hat noch nie gespielt. Sie ist taub. Und doch... Nein, das ist Wahnsinn. Mein Gott, also ist Martha... Jetzt verstehe ich. Du kannst jetzt die ganze Aufmerksamkeit bekommen, oder? Du warst eifersüchtig, stimmt's? Weil sie ein wunderbares Mädchen war und du nur eine nutzlose kleine Schlampe bist. Okay. Wie hast du es geschafft, sie zu überzeugen? Oh, jetzt verstehe ich es. Aber sie... Sie hat sich mit mir unterhalten. Ich... Nein, das ergibt keinen Sinn. Ich werde dich in eine Anstalt einsperren lassen, hörst du? Das reicht! Du wirst für deine Taten bezahlen, du verfluchte Irre! Sie werden dich foltern, um die Monster in deinem Kopf zu entlarven. Okay.
Ihre Worte waren scharf wie Rasierklingen. Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich es nicht gewesen war. Ich zeigte ihr die Fotos, die ich entwickelt hatte und die meine Unschuld bewiesen. Aber sie wurde nur noch wütender, nannte mich verrückt und dann begann sie mich mit allem zu schlagen, was sie griffbereit hatte. Ich schloss die Augen, als die Dunkelheit in mir immer mehr Besitz zu ergreifen begann. Erinnerungen kamen zurück. Keine Erinnerungen an Ereignisse, sondern eher an Gefühle. Gefühle, die ich als Kind empfand. Sie waren unheimlich. Das waren die Ängste eines kleinen Mädchens. Das Gespräch mit der weißen Frau hatte mich noch mehr verwirrt, aber wenigstens hatte ich jetzt diesen Schlüssel. Am Abend zuvor versuchte mein Vater verzweifelt, mich zu trösten. Sprich mit mir, Julia. Welchen Schlüssel? Du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte nur verstehen, was passiert ist. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Auch wenn wir Martha verloren haben. Deine Mutter stand unter Schock. Sie wollte dich bestimmt nicht verletzen. Nein, schon klar. Der Geliebte? Das Fahrrad? Kommunikationsleitung. Welchen Schlüssel? Es schaffen. Es wird sich alles irgendwann ändern, aber das Glück wird nicht mein Verbündeter sein und es wird alles sehr schwierig werden. Okay. Gut, wenn wir jetzt eh hier auf dem Weg sind, gehen wir jetzt mal schnell das Foto machen. Es ist gerade neblig. Ich weiß nicht, was ich zu finden hoffe. Da. Aber was kann ich sonst tun? Wir werden hoffentlich sehen, ob sich unter einem dieser Gräber etwas verbirgt. Ich hoffe, dass der Infrarotfilm uns das zeigen wird. Ja. Das. Haben wir beides? So. Okay. Das Bild haben wir gemacht. Dann können wir zurückgehen. Was ist hier jetzt? Ein persönliches Objekt. Ja, das machen wir. Aber erstmal gehe ich zurück. Sie da von einem Schlüssel gesprochen hat. Aber von welchem Schlüssel? Dieses Bild jetzt nicht entwickeln. Möchte ich das dann... Ach, ich komme hier nicht... Oh. Wieso komme ich hier nicht durch? Gut, dann entwickle ich das Bild jetzt doch zuerst.
Der Grünfilter, nützlich für Landschaften. Der Gelbfilter, wenn es schneien würde, wäre er perfekt. So. Schauen wir mal. Da ist tatsächlich was drauf. Aber ja, jetzt bin ich mal gespannt. Da ist das Grab, nach dem ich gesucht habe. Und der Geist eines Gefangenen, der genau wie die Frau in dieser Welt gefangen ist. Aber sie können sich nicht mehr treffen. Das Böse trennt sie. Okay. Gut. Gut, muss ich jetzt außen rum gehen? Und hier komme ich warum auch immer nicht rein. Was für einen Schlüssel habe ich jetzt? Hier ein Licht an. Kann ich rein? Finde das richtige Grab. Habe ich doch gemacht. Das verstehe ich jetzt nicht. Was unsere Kühe machen. Was ist das denn? Oh nein, der Zaun wurde zerstört. Oh nein. Oh je. Wer war das denn? Sie scheint mit einem Messer geschlachtet worden zu sein. Ob uns jemand bedroht? Okay. Oh je. Gut. Jetzt den Weg hier runter. So. Was brauchen wir denn jetzt hier machen? Wir haben das Foto geschossen. Das ist das Grab hier. Ah. Ach so.
Wenn ich das trage, sollte ich in der Lage sein, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Okay, okay. Mit diesem Objekt sollte sie mich hören können. Davon bin ich überzeugt. Genau wie die weiße Frau ist auch er in dieser Welt gefangen. Aber sie können nicht mehr zueinander finden. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Das Kleid, das ich an diesem verfluchten Tag in die Büsche geworfen habe. Es liegt schon ein paar Tage am See. Ah. Einer Welt, die sowohl meine als auch ihre ist. Okay. Gut. Ja. Ja gut, ins Haus kann ich jetzt gerade nicht, insofern, ja, gehen wir halt zum See. Ich muss die Zeitung heute noch lesen, ne? Kann das sein? Achso, ist schon erledigt. Okay. Genau, von hier sind wir runtergerannt. Das heißt, das Kleid muss hier irgendwo sein. Irgendwo. Da ist es doch. Hier ist es. Ich hoffe, dass es funktioniert. Okay. Entschuldigung, bitte. Mein Kleid. Das könnte das Element sein, das meine Welt mit der Welt der weißen Frau verbindet. Steg, wo wir anlegen können. Sehr schön. So. Schauen wir mal.
Was? Wo muss ich hin? Was? Oh. Was ist da ausgefallen? Eine Filmrolle. Es ist die, die ich aus der Kamera genommen habe, kurz bevor ich Marthas Leiche entdeckt habe. Sie sollte Aufnahmen von vor diesem Zeitpunkt haben. Mit etwas Glück hat eine der Aufnahmen den Moment von Marthas Ermordung festgehalten. Dann werde ich endlich eine Antwort haben. War es wirklich Mama? Ich werde sie so schnell wie möglich entwickeln, aber jetzt ist es an der Zeit, mit der weißen Frau zu sprechen. Okay. Ich werde das Kreuz ihres Geliebten tragen, um sie anzulocken. Okay. Eine Haarlocke von mir, um in ihre Welt einzutreten. Ich werde die Tarotkarten benutzen, um mit ihr zu kommunizieren. Die ersten 10 werden wie bei Nanny verwendet. Sobald 2 Karten ausgewählt wurden, sollte es losgehen. Okay. Du verbirgst dich in den Wäldern, um dich mir zu nähern. Du wärst eins mit dem Wasser, um auf dich aufmerksam zu machen. Du willst mit mir Kontakt aufnehmen, indem du die Energie der Symbole nutzt. Ja, erklär mir doch nicht, was ich mache. Ich weiß, was ich tue. Du nutzt meinen Schmerz, um mich zu rufen. Du bist ganz schön mutig. Du rufst mich auf der Suche nach Wissen, das ich nicht besitze, nach Antworten, die ich nicht habe. Ich bin nur ein Gefäß, wie das Wasser, wie die Luft. Ein Gefäß, um sich zu bewegen und zu atmen. Es hat funktioniert. Jetzt muss ich mich für 2 Karten entscheiden. Los geht's. Okay. Und, die. Du wirst nicht mehr in der Lage sein, Licht und Dunkelheit zu unterscheiden. Der Unterschied ist in der Trauer sehr subtil. Du bist allein und du wirst allein bleiben. Die Erinnerungen lassen dich im Stich. Sie sind deine einzigen wahren Gefährten. Jetzt nehmen sie den Platz deiner glücklichen Kindheit ein. Okay. Und sie können zurückkehren, um dir Gesellschaft zu leisten. Okay. Die Tochter, das Haus, die Mutter. Die Tochter kommt aus dem Haus der Mutter, macht sich dann ein Zuhause und wird Mutter. Dieser Kreislauf ist durchbrochen. Um den Knoten zu lösen, suche nach dem Sohn. Er ist die Erbsünde, die sich in dir spiegelt. Der Sohn? Derjenige, der dir das Licht gegeben hat, möchte es zurückholen. Sie möchte die Kontrolle haben. Stück für Stück
zerbröselt sie dein Leben. Okay. Du musst sie aufhalten. Wen? Ist mir jetzt, muss ich gestehen, auch hier alles ein bisschen viel. Ja, ein bisschen viel Text und so. Ein Teil unserer Seele umfasst die Menschen, die wir lieben, und wird dann von uns weggerissen, wenn diese Menschen verschwinden. Die Wunde ist tief und kann nicht geheilt werden. Der Glaube macht Angst. Aber die Kirche bietet einen sicheren Ort. Sie ist die Mutter und das Zuhause für ihre Kinder. Der Glaube ist das Licht. Verliere es nicht, denn es wiederzufinden ist fast unmöglich. Ich habe ihn in der Trauer verloren und bin ohne Zeit in der Dunkelheit. Sind wir jetzt endlich fertig? Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Echt. Du hast keine Kontrolle über dich selbst. Es gibt eine dunkle Gestalt in dir. Die Wunden nähren sie. Sie tut dann Dinge, die du nicht willst. Sie wird deine Wünsche, deine Schuld. Klingt ja eher so, als ob wir irgendwie schizophren sind, ne? Teile deines Gewissens benutzen. So, haben wir es jetzt, ja? Gott sei Dank. Ey. Ich spüre, dass du wissen möchtest, wer es getan hat. Aber ich kenne die Antwort nicht. Du musst es selbst herausfinden. Versuche niemals, durch die Vordertür einzutreten, wenn du das Herz erreichen möchtest. Deine Zwillingsschwester hat vielleicht die Antwort, nach der du suchst. Auch nach dem Tod hinterlassen wir Spuren, nicht wahr? Alles halt die Fresse ist unbestimmt, jetzt. Wenn man das Wesentliche der Dinge betrachtet. Ja. Das war jetzt sehr langweilig. Huh? Kann ich auftauchen? Wo soll ich denn hinschwimmen? Ah, das Licht. Wo soll ich hin? Oh. Der Baum auf der Insel, oder? Schwimmen jetzt mal Richtung Licht.
Das war eine Laterne. Aha. Wo muss ich denn hin? Da? Okay. Sitzen wir in der Wanne? Das Gespräch mit der weißen Frau hat mich nur noch mehr verwirrt. Aber wenigstens habe ich jetzt diesen Schlüssel. Ist das der Schlüssel oder der zu meinem Zimmer? Der hier ist es. Juli. Liebe Schwester. Ich vertraue diesem Brief meine Geheimnisse an. Wenn du ihn liest, sind die Dinge so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe, und ich bin nicht mehr an deiner Seite. Zuallererst, ich bin nicht taub und war es auch nie. Mutter hat mir Angst gemacht, als wir klein waren, also habe ich beschlossen, nicht mehr zu sprechen oder zuzuhören. Es hat funktioniert. Tatsächlich begann Mutter, mich zu lieben. Sie fanden auch eine wissenschaftliche Erklärung für meine Taubheit. Die neurologischen Schäden, die durch den übermäßigen Druck des Zwillings während der Schwangerschaft verursacht wurden, führten nach und nach zum Hörverlust. Und so wurde auch meine Entscheidung zu deiner Schuld. Also muss ich es wieder gut machen. Habe ich noch andere Geheimnisse? Leider ja, aber ein Brief ist für so etwas nicht geeignet. Da du jetzt weißt, dass ich sprechen kann, geh bitte in die Dunkelkammer. Ich habe eine Aufnahme versteckt. Höre sie dir an und du wirst meine Stimme hören. Okay. Lebe wohl, Martha. Warum dieser ganze Wahnsinn, Martha? Was hast du noch von mir geheim gehalten? Du hast mir mehr als 15 Jahre lang deine Stimme vorenthalten. Ich kann es kaum erwarten, sie jetzt zu hören. Okay. Und was sich in diesem Raum abspielt? Das erfahrt ihr in der nächsten Runde. Ich bin auch gespannt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und bis dann.